So, Servus, legen wir gleich los. Heute ist unverhofft früh das Update gekommen von Süddeutschland, beziehungsweise City Update. Da sind mehrere Städte aufgeputscht worden. Stuttgart, Esslingen, Heidelberg, Mannheim und noch ein paar andere Städte auch. Ich bringe es jetzt nicht alle zusammen. Und das Flugzeug hier unten ist auch noch im Marktplatz, ein Senkrechtstarter. Das habe ich mir auch gekauft, aber mit dem fliege ich jetzt nicht. Ich fliege mit der Rudder 103 Solo und starte hier im Fernsehturm von Stuttgart. Fliege dann hier entlang über den Landtag drüber weg und dann hier am Gaskessel und Mercedes-Benz Arena und das Museum vorbei und wird dann B10 beziehungsweise den Fluss entlang fliegen nach Esslingen und das ein bisschen angucken. Und dann, ob ich danach irgendwo landen wird oder ob ich das dann einfach dann beende, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall möchte ich die Gegend ein bisschen angucken. Beziehungsweise die Städte angucken, die wo jetzt dann neu gemacht worden sind. Ja, was halt noch ein bisschen schlecht ist, ist das Wetter jetzt gerade. Die Uhrzeit, ich fliege jetzt nach Osten, dann nehme ich den frühen Nachmittag, dass ich die Sonne nicht vor mir habe. Und dann sieht man sich in der Luft, genau, ich will ja in der Luft starten dieses Mal. Genau. Dann bis gleich. So, also wie man sieht, hat es ein paar Wolken, aber ich werde ohnehin ein bisschen tiefer fliegen. Dann dürfte die Wolke kein Problem sein. Und ich habe auch die Wahrzeichen eingeschaltet. Also die Pins, was da aus dem Boden rausragen, damit ich die ganzen Punkte auch finde. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob alles, was da markiert war auf der Karte, auch tatsächlich von dem City-Update gekommen ist. Oder ob das irgendwie anders eingebunden worden ist. Was ich jetzt auch gerade festgestellt habe, ist, die Fotogrammetrie hat ein bisschen komisch aufgebaut. Da war wieder die Bauklötzehäuser da, bei der Nahaufnahme. Vielleicht sieht man es geschwind. Das geht eigentlich. Ich lasse es nur geschwind der Startbildschirm ein bisschen laufen. Vielleicht dauert es jetzt auch einfach eine Weile, bis alles aufgebaut ist. Hier zum Beispiel sieht man, dass es, ja, das sieht aus wie so Obelix seine Hinkelsteine manchmal. Ja. Das ist bei Fotogrammetrie oftmals ein Schuss nach hinten. Aber die neueren Städte, wo da in letzter Zeit gemacht worden sind, die haben das eigentlich da so hinbracht, dass es gut ausgesehen hat. Vielleicht muss der Flug auch aktiv sein, damit es korrekt aufgebaut wird. So. Dann würde ich jetzt mal einfach mal starten. Also ich habe jetzt im Hintergrund auch Auto FPS laufen. Ich habe auch, Moment, kann man schon gucken, bevor ich loslege. Moment. FSLTL habe ich nicht am Laufen und FS Realistic habe ich auch nicht am Laufen. Ja. Das ISLC habe ich im Laufe, das ist der Speicherverwaltung. Ansonsten nichts Besonderes. Okay, dann starten wir jetzt. Hoppla. Das passiert immer bei dem Flieger. Das ist ein sehr langsames Flugzeug und jedes Mal, wenn man da startet, hat er so viel Schwung, dass er schön nach oben zieht. Also ich habe schon vorher einen Fernsehturm gehabt in Stuttgart.
gehen wir einfach mal ein bisschen runter. Dass wir unter der Wolkengrenze sind. Und ich starte auch gleich mal Sky Dolly. Dann kann ich im Nachhinein vielleicht noch ein paar Bilder machen, ohne die Pins von den Wahrzeichen. Ja, es läuft nicht so ganz flüssig. Ich nehme an, dass die Grafikkarte jetzt auch mehr zum Arbeiten hat wie vorher. Ja, es läuft nicht flüssig. Ich habe jetzt laut Auto FPS nur 23 Frames per Second. Aber eine LOD mit 200. Deshalb auch jetzt keine fragmentierte Häuser mehr. Ja. Moment, ich wollte ja nicht gleich zum Stadion, sondern erstmal nur darüber. Da sind die Pins in der Luft, okay. Der Flieger hat keine Trimmung, das heißt, er muss mit dem Schub trimmen. Um auf Horizontalflug zu bleiben, muss einfach mit der Schubregler und dann passt es. Den Workstation ist ganz easy. Und man kann auch sehr gut die Gegend angucken. Ja, Stuttgart sieht klasse aus. Ich habe jetzt eine Framerate von, also wenn ich hier rüber gucke, dann gucke ich mal auf das Fenster vom Auto FPS. Ich habe jetzt eine Framerate von 30 Frames per Second. Ist in dem Zusammenhang eigentlich gut für meine Grafikkarte. Da ist sogar klasse. Königstraße. Dann das, der Buchladen an der Königstraße. Sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. Stuttgart 21, für die, was man mal von oben angucken möchte. Ja. Wahrscheinlich der einzigste unterirdische. Ah, jetzt habe ich einen Hänger. Der einzigste unterirdische Bahnhof, der mit dem Microsoft Flugsimulator anzuschauen ist. Das hier ist super gemacht. Ja, hier die Königstraße. Der Buchlade. Ah, jetzt hängt es wieder, ja. Jede Stufe, da haben wir schon mal Salz ertanzt. Da haben wir so, wie nennt sich das? Flashmob gemacht, ein Salsa-Flashmob in Stuttgart. War auch witzig. Aber schon ein paar Jahre her.
Ne, ich bin jetzt bei 20 FPS gelandet. Aber bei der Höhe geht die Level of Details nicht so weit zurück. Ja. Dafür habe ich sehr gute Darstellungen. Okay. Die Oper. Landtag. Stuttgart 21. Hier. Stuttgart 21, da geht's rüber zum Park. Da bin ich auch spazieren gelaufen. Mal gucken, wie die Staatsgalerie aussieht da drüben. Aber das hier ist sehr schön gemacht. Dann geht's hier rüber. Ah, jetzt ruckelt's. Hey, hey, hey. Schade, schade. Oh, 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 oh. Ja. Das ist die Schule. Das ist die Schule. Okay. Also ein bisschen Performance-Schluck ist das natürlich schon, gell? Die Szenerie, aber es ist toll gemacht. Sehr gut gemacht. So, dann fliegen wir jetzt mal Richtung Westen. Jetzt habe ich FPS von 18, aber Level of Details von 200. Ja, nach Osten muss ich doch. Hey, hey, hey. Ich muss doch nach Osten, nicht nach Westen. So. Hier der Gaskessel. Dahinter ist das Stadion. Hier ist das Mercedes-Museum. Fliegen wir der B10 entlang.
Richtung Esslingen. Ich gehe mal davon aus, dass sie mit dem Auto-FPS-Programm noch ein bisschen korrigieren muss. Entweder ich verzichte dann auf eine hohe Detailtreue, habe dafür mehr FPS, oder habe jetzt das FPS-Problem dafür alles schön angeguckt. Da bin ich mir nicht sicher, für was ich mich dann entscheide. Hier geht die B14 hintere. Und dahinter dagegen wohne ich. Ja. Wenn man jetzt Richtung Esslingen fährt, dann kommt man auch an den drei Türme vorbei, wo ich schon ein paar Mal erklärt habe. Ich vermute, das sind die hier, das sieht jetzt anders aus. Und die sind exakt in der Verlängerung vom Stuttgarter Flughafen von der Startbahn 07 beziehungsweise Landebahn 25. Wenn man über die Türme mit der Landebahn Ausrichtung drüber fliegt, da kommen wir exakt zum Stuttgarter Flughafen. Aber durch das, dass es hier jetzt alles aufgehübscht worden ist, fallen die Türme gar nicht mehr so sehr ins Gewicht wie vorher. Die war früher viel markanter. Die sind richtig aus der ja, richtig hervorgeschossen. Jetzt sind sie einfach nur ein Teil von vielen. Ja. Aber hier hat er super gemacht. Die Insel. Sehr schön gemacht. Ja, jetzt ist schon FPS-Teil ein bisschen besser. Es sind nicht mehr so viele Sehenswürdigkeiten. Nicht mehr so überlagert. Man ist immer noch super gemacht, aber nicht so wie Stuttgart selber. Ja. Ich bin sehr zufrieden, sehr zufrieden. Auto FPS ist jetzt gerade wieder auf 18 runtergerastet. Ja, halt es aus. Nur 18 FPS. Aber in der Höhe bleibt es bei 200. Man, ich kann es mal schon versuchen umzuschalten. Jetzt auf 160 zurück.
Ich habe natürlich das Auto-FPS auch auf VFR geschaltet, also auf Sichtflug. Wobei dann natürlich die Einzelheiten im Vordergrund steht und nicht das FPS. Das ist runtergegangen auf 100 LOD und ich habe es konstant 30 FPS. Ich schalte es mal wieder um. So, also hier sind jetzt die Türme bzw. Schornsteine oder was immer das auch ist. Das sind drei Stück. Da ist er so ein bisschen kleiner. Und der, also wenn man jetzt Richtung 25G25, es geht die Richtung, dann kommt man genau auf die Landebahn. Hier ist sie. Von Stuttgart. Ja. Schauen Add-on, wo ich nicht ganz zufrieden bin, da habe ich auch Videos drüber gemacht, den Stuttgarter Flughafen Add-on. Das sind dann, da gibt es dann kein ILS-Anflug mehr und es ruckelt auch ziemlich. Jetzt bin ich im Anflugbereich vom Stuttgarter Flughafen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendjemand im Weg sein. Hier ist der Stuttgarter Flughafen. Jetzt schalten wir mal geschwind die Namensschilder ein. Halt. So. Ja, da fliegt einer. Das hier ist sogar ein Live-Flieger, ein Originalflieger. Live-Verkehr. Die wird drei Stück hin, drei Informationen und dahin, das ist Live-Verkehr. Der dürfte vor einer Viertelstunde ungefähr hier vorbeigeflogen sein. Schalten wir es wieder aus, gehen wir ins Cockpit zurück. Na, jetzt ist der dritte aufgeploppt. Vorher haben wir nur zwei Stück gesehen von den Türmen oder Schornsteinen. Ja, ich muss ein bisschen Höhe abbauen, dann komme ich in die Wolke. Fliegst du in eine Wolke rein, könnte ein anderer drinnen sein. Naja. Ja, ich glaube, ich fliege das. Ich fliege die Strecke jetzt weiter bis nach Göppingen und werde dann dort landen. So, jetzt bin ich tief genug.
auf die Gefahr hin, dass es wieder ruckelt. Aber hier, ich glaube, ja, das sind Standardhäuser oder sind die nachbearbeitet? Schlecht zu erkennen, aber es sieht wirklich, wirklich gut aus. Ich bin entzückt. Ich bin begeistert, ja. Das mit den Frames-Einbrüchen, das müssen wir in den Griff kriegen. Weil ich fliege ja so oft über Stuttgart drüber. Und nicht immer in der Absicht, die Zeit ziehen zu machen, sondern einfach, wenn ich da in der Gegend fliege. Und dann ist dann schon ein bisschen lästig, wenn es dann googelt. Aber da machen wir später Gedanken drüber. So, jetzt sind wir hier in Blochingen. In also schon Esslinger Welthindungsklasse. Wenn ich jetzt richtig dran bin, und hier ist dann das Blochinger Kreuz. Da geht es dann rechts hintere zur Autobahn später. Später kommt die Einfahrt zur Autobahn. Hier ist ein Park, der ist früher mal, glaube ich, Bundesgartenschau war da, glaube ich, mal, keine Ahnung. Da ist auch oft im Sommer Open Air tanzen. Salsa. Die kleinere Gruppe. Ich bin mir nicht sicher, ob da die Gartenschau war. Das will nichts sagen, was nicht stimmt. Jetzt sieht man hier wieder die Fragmentierung. Ja, das ist das, was mich stört. Ich habe jetzt eine sehr gute Auflösung. Level of Details, und trotzdem sind hier die Bäume so Hinkelsteinmäßig. Hier. Wahrscheinlich bin ich jetzt genau in dem Bereich, wo es umschalten müsste. Wenn ihr beide runtergeht, dann wird es umschalten, dann sieht man die Bäume besser. Hier wieder das war. Ja, das sieht jetzt nicht so gut aus. Ich habe aber Level of Details, also Auto FPS hat es jetzt ziemlich hochgeschaltet, das durfte eigentlich noch gar nicht sein. Naja. Ein Flieger, ich höre Dinge. Ich höre was. Das ist nur der Wind. Ja,
Jetzt geht es Richtung Göppingen. Da wo ich ursprünglich herkomme. Da fährt ein Wind. Da ist zu viel Wind. Der Wind. Wohl fährt nur der von hinten. Das ist nichts. Das sind jetzt wieder die komischen Bäume. Ja. Schalten wir die Namensschilder wieder aus. Begeistert, habe ich das schon erwähnt. Jetzt hat die Gegend für mich auch einen sehr, sehr großen Wiedererkennungswert. Ja, ich weiß, wo ich bin. Vorher war das immer so, dass man, wenn jetzt hier in der Gegend, habe ich es nicht so genau geguckt, aber in Stuttgart zum Beispiel, da war es einfach so, ja gut, da ist ein Haus, das aber nicht dem Original entspricht. Und habe immer nur so erahnen können, wo man sich gerade befindet. Ja. Hier gibt es wieder Texturprobleme. Beziehungsweise nicht Texturprobleme, sondern das ist die Höhedaten. Die Höhedaten haben hier Probleme. Hier. Textur passt. Ja, das sieht man jetzt aber alles nach Standardkost aus hier. Und hier ist nichts mehr. Trotzdem ruckelt es. Trotzdem ist die FPS grenzwertig. Also ihr habt das jetzt natürlich auch auf BFA eingeschaltet, das Auto FPS. Stocken sogar die Autos. Und das ist die. Das ist die Satellitenaufnahme. Satellitenbilder. Das sind die ganzen Autos mit dem oben Satellitenbild mit drauf. Das wurde nicht korrigiert. Schade eigentlich.
Okay. Ich bin echt gespannt, wie das dann mit dem Flugsimulator 2024 funktionieren soll. Was da anders ist. Die ganzen Updates, was ich jetzt mache für den Flugsimulator 2020 und alles wird ja übernommen werden können. Ja. Manche Programmierer von den Flugzeugen, die haben ihre Release-Zeit eigentlich so weit nach hinten versetzt, dass der 2024 im Flugsimulator schon aktuell sein wird. Da bin ich dann auch mal gespannt, wie das dann funktioniert. So, hier oben ist die Klinik am Eichert. Das müsste sein, der Wasserturm. Das hier müsste Märklin sein. Aus der Gegend hier komme ich her, dann ist kein Wiedererkennungswert. Das hier müsste normalerweise die Stiftskirche sein. Ein Wahrzeichen von meiner Heimat, von meinem Heimatdorf. Hier bin ich geboren. Moment. Hier in dem Haus bin ich geboren. Hier. Gaststätte zum Ochsen war das früher, ja. Hier, das müsste die Stiftskirche sein, das Pfarrhaus. Das Wiesental. Und in die Richtung fliegen wir jetzt auch. Ich will da drüber landen. In Betzgenried. Das ist schon der nächste Ort nach Jeberhausen. Der Wind kommt von.
Hessische Klinik am Eichert, der Wasserturm. Jetzt geht's auf die Suche nach dem Landeplatz. Ja. Ich will jetzt mal die Karte absichtlich nicht einschalten, nicht zur Hilfe nehmen. Hier hinter geht es nach Heiningen, Metzgenried. Und hier in dem Bereich muss der Ding sein. Die kleine Graspiste. Da haben wir sie. Das ist sie. Hier. Jetzt zeigt er aber, ja gut. Das passt. Ich mache jetzt keine Standard Platzrunde. Also die Gegend hier ist auch schön und ist nicht Bestandteil von dem Update, von dem City-Update. Ja. Aber sehr schön ist es. Ja, ich habe jetzt keine Trimmung, das heißt, wenn ich langsamer trimmen möchte, muss ich eigentlich den Hebel zu mir herziehen. Wenn ich nur weggehe vom Gas, dann sinke ich einfach, aber ich werde nicht langsamer. Vielleicht vorher noch mal ein bisschen informieren sollen mit der Endgeschwindigkeit von dem Flugzeug. Aber ich denke mal, das ist kein Problem. Und im Fahrtermesser habe ich so einen grünen Strich, indem man das ist die Überzieh, die Überziehgeschwindigkeit ist, wenn ich schon drunter bin. Ja, ohne Trimmung ist ein bisschen holprig der Flug, ja. Alles aus dem muss man alles
mit dem Knüppel machen. Ja. So. Sehr schön, ja. Sehr schön. Der Flug hat mir gefallen. Da wurde vielleicht in der nächsten Fliege vielleicht einmal in Mannheim oder dann auch in Richtung Bodensee runtergehen. Mal sehen. Mal sehen. So. Parkbremse, hat das Teil sowas? Ich habe keine Parkbremse. Okay. Dann mache ich jetzt einen Cut-off. Hat keinen Cut-off. Ich habe keine kein Gemischregler bei dem Flieger, weil ich kann ja auch keinen Cut-off machen. Aber eventuell gibt es da ein wie ist es, da sagt man es doch, ein Benzinhahn. Okay. Ich stehe auf jeden Fall mal da. Und jetzt mache ich ein Replay. Dieses Mal bei dem Replay mache ich aber, na halt, ich mache keinen Replay, ne. Ich fliege da jetzt nochmal drüber, mache ein paar Schnappschüsse von Stuttgart. Genau. Also dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht bei der nächsten Sightseeing-Tour von Neuer City Update. Ciao. So, also die Landung hat mir so gefallen, dass ich doch ein Replay anfüge. Das möchte ich für die Nachwelt aufheben. So. Saubere Landung. Und jetzt verabschiede ich mich endgültig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.